Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Gaming und Leute, jetzt haben wir zur Abnummer, dass wir jetzt schon das zweite Super Fight Night haben. So was von ultimativ finde ich. Alter, wenn wir den jetzt auch noch besiegen, Leute, das wäre der Traum aller Träume, finde ich. Wir sind jetzt schon unter die 12. Und wenn wir das Ding gewinnen, sind wir auf der ersten Seite. Aber ich denke, Leute, es wird ein richtig schwerer Kampf gegen den Brasilianer Maia. Und als nächstes ein Kampf im Weltergewicht. Aber wir machen natürlich unser bester Kampf, Hemmer. Mit jedem Sieg, wenn wir jetzt schon erst gewinnen, Alter, das wäre sowas von ultimativ. Aber wir sind langsam, wir werden langsam zu den Favoriten auf den Titel, Leute. Alter, mal gucken, ob wir ihn besiegen können. Das wäre halt, wenn wir ihn besiegen könnten. Wow, das wäre ein Traum. Demian Maia, das Weltergewicht aus Sao Paulo. Oh, da ist ein Submission-Spezialist, Leute. Und er ist älter. Er ist 10 Jahre älter wie mir. Damian Maia, Pascal Kraus. Und es geht los. Schöner Inside-Leg, hervorragende Kombination. Ja, da macht er es seinen Gegner schwer. Tolle Treffer. Er geht auf den Körper. Schöne Garde. Guter Abkick, sehr gut gemacht. Da, oh ja. Er ist wieder auf dem Ball. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. So müssen wir aufpassen, Leute. Schöner Roundhouse-Kick. Und ein Klitsch. Sie gehen wieder auseinander. Er trifft mit der linken Garde. Oh ja, sauberer Single. Er versucht das mit einer Submission. Ja, er fixiert den Griff, das macht er gut. So, wir müssen irgendwie in die... Ah, das wird so ne. Klasse, dieser. Oh Mann. Ja, starke Linke. Ja, da geht er in die Backmount. Wahnsinn, er hat ihn. Oh, jetzt wird's gefährlich. Ah, Mist, das war. Ah Mann, das finde ich jetzt. Oh, das ist jetzt. Oh, schade. Dass man das Submission Alter, das ist halt das Problem gegen Submission Spezialist, Leute. Da gewinnt man halt sehr schwer. Werfen wir einen Blick auf die Wiederholung. Weil wenn er nicht im Submission gewesen wäre, dann hätte man gute Chance gehabt, vielleicht ihn auszuboxen, Leute. Aber durch das. Nicht durch das, was Submission gemacht hat, haben wir halt unsere erste Niederlage nach langer Zeit wieder. Ein Vorteil ist, wir haben uns vielleicht nicht so stark verletzt für die Karriere. Ja, leider, sorry Leute, aber gegen den Maia war einfach kein Kraut Er war einfach kein Kraus gewachsen für unseren Kraus im MGM-Stadium. Ja.
Leider haben wir dieses Super Fight diesmal nicht gewonnen, aber wir sind immer noch gut dabei, um den UFC-Titel zu kämpfen. Die zweite Niederlage ist halt jetzt so, aber wir werden weiter wieder aufstehen nach der Super Fight Night. Dann schauen wir mal, welchen Platz wir jetzt hier haben. Wir sind so viel abgestürzt. Von 12 auf 26 nur mit einer Niederlage. Boah. Ein Superfight. All die Superfight zu verlieren bringt dich viel nach oben oder viel nach unten, Leute. Und jetzt müssen wir uns wieder nach oben arbeiten. Gemütlich. Nicht hetze und wir müssen wieder uns in die Top 20 wieder reinboxen. So, die Hände machen wir noch ein bisschen stärker, finde ich. Ich will versuchen, dass wir noch Ausdauer noch mal ein bisschen hochpushen kriegen. Warte mal, haben wir ein paar Schnelltreffer noch drin? Hoffentlich schaffen wir das über Ausdauer zu kommen. Ah, knapp. Bein ist halt wieder ein Problem, das ist schade, wenn man das D auf B cut oder C cut, dann hätte man noch ein bisschen mehr Ausdauer kriegt, aber macht nichts. Wir müssen jetzt wieder hier in Amerika, in Anaheim, unser Aufstiegskampf wiederholen und somit weiter nach oben uns arbeiten. Und dann werden wir schon schaffen irgendwie. Den Sieg werden wir schon holen, Leute. Den Sieg ist... Wir werden es schon schaffen, Leute. Und nun sehen wir einen UFC-Weltergewichtskampf. Pascal Kraus, er ist auf dem Weg ins Oktagon. Eine herausragende Stärke hat er nicht, aber er ist eben ein Allrounder und beherrscht so ziemlich alle Techniken. Deswegen ist er natürlich auch schwer auszurechnen. Okay, die Superfights steht mit uns 1-1 und das sieht auch noch gut aus. Es ist ja immer wieder vor allem seine Vielseitigkeit, die ihn so erfolgreich macht. Ja, den kannst du einfach nicht ausrechnen. Der hat nicht nur die eine Taktik, die er immer wieder einsetzt. Der ruht alle. So das wird man wieder spannen. Oh, klar. Oh, wir sind älter. Größer und alles passt. Aber die Reichweite ist er halt stärker wie mir. Hat mehr Reichweite. Das ist halt immer das große Problem, Leute. Nach einer super Niederlage. Ein brutaler Schlagabtausch. Nach so einer super Fight-Niederlage. Super Angriffe hier. Oh, perfekter Kick zum Kopf. Ja, guter Hack. Gute Kombination, sehr gut. Das sind halt immer die Probleme nach super Fight. Das ist halt der Nachteil von Superfight. Er kämpft in der Full Guard. Jetzt stehen sie beide wieder auf. Guter Lecking. Toller Jump. Schöne Punches jetzt hier. Lasse Treffer mit dem Kick. Jetzt geht es hier richtig zur Sache. Aber merkt's ihm an.
Oh, er ist aus. Wieder ein großartiger Kick hier. Oh, er scheint benommen zu sein. Was für ein Kopfleiter, er steckt. Alter Mann, setzt die dritte, gleich die zweite Niederlage in Folge. Boah. Oh Mann, das ist jetzt ein bisschen schade. Kein Wunder, dass seinem Gegner bei dieser Rechten die Lichter ausgegangen sind. Sehen wir uns mal unsere Wiederholung des Kampfes an. Aber das ist meistens so, Leute. Wenn man einmal verliert, einen großen Fight und eine gute Chance hat, um weit nach oben zu kommen und dann den Kampf verliert, dann hat man schon, dann wird es manchmal schon schwer, finde ich. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Genau, dann wird es halt schwer, finde ich. Schade, Leute, dass wir jetzt verloren haben. Aber es kann, man kann nicht immer gewinnen. Nach dieser Niederlage im, halt im Submission war halt das Problem, Leute, dass wir Submission und da haben wir halt Spiel, Match vergeigt. Aber wir kommen wieder zurück. Nach den zwei Niederlagen werden wir wieder zurückkommen. Aber es ist echt traurig, dass man jetzt, wenn man immer ein kurz vor dem Top 10 ist, in die Top 10 kommt, Top 8, um den Titel kämpfen kann, verliert man. Und das sind halt dann immer, ah, da sagt man dann, oh Mann, warum verliere ich da jetzt? Das ist halt so, das, oh, das ist halt so, das ist halt das Nervige, finde ich. Oh man, wieder ein Fight Challenge. Oha. Schon wieder eine Fight Challenge, aha. Ah, das sieht mal gut aus. So. Dann werden wir mal einfach mal gucken, was es abgeht, alle. Bin ich echt gespannt, alle Leute. Es ist so abnormal, finde ich. Ja, das finde ich, das ist halt so, das, oh, Ausdauer ist halt weit unten, Leute, leider. Wir müssen die Geschwindigkeit noch schneller werden. Und Verteidigung auch noch mal schnell, dass wir da mal richtig gut Schnelligkeit haben. So, jetzt gucken wir. Vorzüge, die sind halt heftig, wir sind halt ziemlich weit unten, Leute, das ist halt das Problem. Dann werden wir jetzt weiterkämpfen und versuchen, so gut wie möglich den UFC weiter nach oben zu arbeiten. Ja, so ein Superfight ist immer gut. Jetzt können wir am Superfight sozusagen uns wieder aufbauen, Leute, und dann wieder optimaler Kämpfer werden, wieder nach oben kommen. Mit Superfights in der UFC kann man Plätze gewinnen, aber auch Plätze verlieren, Leute. Das ist halt das Problem, man kann Plätze viel verlieren. Und als nächstes ein Kampf im Weltergewicht zwischen Carlos. Das ist halt das Problem. Man kann mit Superfight eine Legende werden, aber so eine losing Bereich kriege, dass man nach unten geht und die Kreisel immer weiter nach unten geht. Bis er hier das Oktagon betritt. Es ist schon unglaublich, wie vielseitig er ist. Und das macht ihn natürlich auch so gefährlich. Kann ihn einfach nicht ausrechnen. Ja, aber wir haben halt beim letzten Mal haben wir halt keine Antwort gehabt im Submission-Match. Leider nicht. Ganz erfahrener, ganz erfolgreicher
Fighter, der Carlos Condit. War ja unter anderem schon UFC-Champion im Weltergewicht. Ja, und der Mann aus Albuquerque, New Mexico, gewinnt seine Kämpfe meistens durch K.O. oder durch Submission. Da muss man als Gegner also immer auf der Hut sein. Okay, da ist auch so ein Submission, aber auch ein Boxer, der K.O.s macht. Okay, dann schauen wir mal, was das für ein Fighter wird. Carlos Condit, Pascal Cross. Auf geht's! Dieser Kampf ist angesetzt. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen süß. Ja, da ist der Roundhouse zum Körper. Oh, der Headkick landet im Ziel. Schön, wieder ein toller Kick. Ja, schöner Kick. Da ist der Block gegen den Punch. Starker Kniestoß. Starke Kombination. Oh, gegen den Ex-Champion. Das ist ja, schon das mal was. In der Rechtsauslage. Wow, was für ein Kniestoß zum Körper. So ein Ex-Champion zu besiegen wäre halt sau gut, Leute. Gute Kombination, sehr gut. Oh Mann. Du merkst mal, warum er Champion ist, Leute. Guter Haken. Schöne Gerade. Beeindruckende Punches jetzt. Du merkst mal extrem, dass er ein Champion ist, Leute. So merkt man, oh, guck, nur merkt man gleich. Und er richtet sich auf. Klasse Punch, da ist der Treffer. Mann, was für eine Rechte. Das ist ein Champ X-Champion, aber. Aber wir wollen ihn beschaffen, wir wollen ihn nach Hause, wir wollen den Sieg, Leute. Wir wollen den Sieg. Und so haben wir gewonnen, Leute. Genau, wir wollten den Sieg, Leute. Und genau das hat er auch geschafft. So, hier kommt die Wiederholung. Guck, Leute, wir wollten den Sieg und somit hat man den Sieg auch geholt, Leute. Und das war jetzt richtig wichtig, dass wir den Sieg geholt haben. Ja, Mann, war das ein Fight heute mal wieder. Der Kraus hat richtig gut gekämpft. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 3 minutes of the very first round. Declaring the winner by knockout. So Leute, jetzt sind wir wieder zurück auf der Bühne, Leute. Wir sind wieder zurück auf der Bühne des Erfolges. Wir sind wieder auf dem Erfolg. Und jetzt wollen wir den Erfolg natürlich weiter hochpushen und somit wieder ins Main Card zu kommen, wo die Main Card. Und jetzt war diese Desto, habe ich nicht so gemacht, war ich, dass wir so ein bisschen Ding machen. Lieber gewinnen wir als die Kampfziele zu haben, weil manchmal die Kampfziele sind auch nervig, finde ich. Dass man da ein bisschen kämpfen muss, aber wir sind jetzt Gewinner und gucken mal, welchen Platz wir jetzt wieder haben. Hoffen. Mal gucken. Oh, Alter, das sind aber gute Leute. Oh, und der hat sich auch hochgepusht mal wieder. Okay, wir sind jetzt 22. Das ist jetzt nicht schlecht. Können wir jetzt aufbauen. Aha, ein kurzfristiger. Wir können kurzfristigen Kampf machen. Okay, da haben wir halt nicht viel Trainings. Aber wenn wir gewinnen wollen.
Warum nicht? Ist doch nicht schlimm, wenn man ein bisschen mehr, wenn man früher kämpfen dürfen. Ich find's nicht. Ohne Stand können wir nicht trainieren. Dann mache ich eins, Leute, machen wir Submission Verteidigung wieder. Pushen wir da ein bisschen hoch. Dann pushen wir das mal ein bisschen hoch. Und jetzt werden wir einfach mal weiter drin hier spielen, Leute. Ich glaube, wir machen den Kampf jetzt noch. Denke ich mal. Aber ich denke, Leute, diesen Kampf wäre am besten beim nächsten Mal in Rio de Janeiro. Somit sagt euer Peter Gaming wieder. Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.